Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario und Luigi Superstar Saga und Bowsers Schergen. Wir stehen hier wieder im Grühltal und haben es auf diesen Frachter hier geschafft. Und wir wissen, dass ein Fragment der Sternbohne hier sein muss. Also wir haben es schon gesehen. Und haben uns auch schon einen Mitgliedsausweis der Crew erkämpft. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, stöbern wir nochmal und vielleicht kriegen wir ja bald das fehlende Teil. Was? Das ist doch ein Mitgliedsausweis. Klar, dann dürft ihr auch ins Lager. Kein Problem. Yes. So, jetzt ist das Blinke-Ding also im Lagerhaus, aber wie sollen wir es aufbewahren? Ha, was? Ihr sagt also, das Blinke-Ding hier ist ein Fragment der Sternbohne? So. Und ihr seid auf der Suche nach dem Ding bis hierher gekommen? So, ihr seid also scharf auf das Ding? Naja, wir haben sowieso keine rechte Verwendung dafür. Aber das Ding hat uns die Tür zertrümmert. Umsonst bekommt ihr das nicht. Also gut, holt den armen Billy da vorne aus der Wand raus. Dann sollt ihr das blinke Ding haben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das ist nämlich der Deal. Kommt her und seht ihn an. Das ist der bedauernswerte dicke Billy. Hat zu viel gebechert und jetzt steckt er in der Wand fest. Findet auch die Bombe nicht mehr, mit der er die Wand sprengen kann. Da kann man nichts mehr machen. Was soll nur aus Billy werden? Oh, der sieht aber wie so eine arme alte Schildkröte aus. Das tut mir total leid. Oh Mann. Ich glaube, der Witzwein ist mir ein wenig in die Knochen gestiegen. Wie sieht's aus? Wollt ihr vielleicht auch einen Schluck? Oder zwei? Okay, wir müssen den da irgendwie rauskriegen. Ja, ich will aber gar nicht mit dem reden, sondern hier. Das funktioniert nicht. Okay, da kann man also echt nichts anderes machen. Also wir müssen, glaube ich, irgendeine Bombe finden. Die da vielleicht?
Es hat was zu bedeuten, dass das funktioniert. Oder? Den armen Billy da vorne aus der Wand raus. Dann sollt ihr das blinke Ding haben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das ist nämlich der Deal. Ich bin gerade wieder ein bisschen planlos. Schon okay, ihr dürft passieren. Also es wird hier explizit eine Bombe angesprochen. Aha. Das ist jetzt aber wirklich assi.
Das war jetzt wirklich nur rumexperimentieren. Oh nein, jetzt wird das wieder auf See gedrückt. Oh nein. Das Meer. Das echte Meer. Endlich. Das Meer. Ein neues Leben für die Kichererbse. Oh nein. Oh nein. Die Titanic. Ah, Alarm, Alarm. Das ist schlecht. Nein. Das ist wundervoll. Man staune, stellt BP automatisch wieder her. Sind wir schon wieder unter Wasser. Mit neuer Musik. Ah, da ist sie ja. Umleitung zur Lachlagune, dass ich nicht lache. Thunder.
So. Jetzt ist nur die Frage, wie ich da hinkomme. Irgendwo war doch hier ein Stein, oder? War das nicht so? Ja, aber hier komme ich noch nicht durch. So, das ist jetzt der einzige Weg, der mir noch irgendwie einfällt. Grönlandküste, Surferparadies. Das ist Nummer 8, okay. Ups, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay. Aufgeschmissen. Ich
bin mir gerade nicht so sicher, wohin wir müssen, weil der Weg ja versperrt ist oder versperrt war. Der nervt schon wieder. Da habe ich jetzt echt absolut keine Lust drauf. Eine Obstbohne. Wofür auch immer man die... Ach Gott. Na gut, die wollten es ja nicht anders. Den ertrage ich nicht länger. Die Arcadia-Bohnen brauchen wir auch immer für Professor Igitt. Das ist recht wichtig. Oh ne, nicht die. Okay, die machen jetzt gerade auch nichts. Hmm.
So. Na, Luigi ist kurz vorm Level up. Oder was auch immer kommt, nichts würde mich umwerfen, schätze ich jedenfalls. So. Wenigstens sind wir jetzt leveltechnisch ein bisschen ebenbürtig. Für Luigi gibt es ein Level Up. Level 26. Ja, okay. Also immer über 300 Schaden, das wäre natürlich schön. So, schnell weg vor dem Wegrennen. So.
irre hier schon wieder so ein bisschen rum und es nervt gerade. Aber hier komme ich ja auch nicht weiter. Weiß aber natürlich auch nicht, was da jetzt noch ist, wo das Schiff damals mal gestanden hat. Dieses Schwimmen ist auch nicht so einfach. Man kann da auch nicht in das Schiff rein. Ich verstehe das irgendwie nicht. Gut, ich versuche hier irgendwie mal zu gucken. Hier rüber kommen. Ich weiß es nicht, aber wir werden es mit Sicherheit herausfinden. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.